Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Dienstag. Neues und Interessantes aus dem Bergland und den Gefilden der Oberlausitz. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Dienstagsausgabe der Lausitzwelle Regionalzeit. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und wie üblich am zweiten Tag der Woche schauen wir heute in das Oberlausitzer Bergland und Umgebung. Kürzlich begann in Radwitz der Bau eines neuen Hochwasserauffangbeckens, das 31 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen soll, um den Bautzner Stadtteil Seidau in Zukunft vor Überschwemmungen zu schützen. Die Bauarbeiten dazu sollen bis Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein und rund 1,3 Millionen Euro kosten. Die Bilder dazu haben wir jetzt für Sie. Auf der früheren Bahnstrecke von Bautzen nach Hoyerswerda ist schon lange kein Zug mehr gefahren. Der alte Bahndamm im Stadtteil Radwitz lag jahrelang verlassen da und wuchs zu. Doch das ändert sich jetzt, denn genau hier, wo früher das Ferkeltaxi zum Knappensee oder der Expresszug nach Berlin rollte, sind jetzt Baufahrzeuge angerückt. Am vergangenen Dienstag erfolgte sogar ein erster Spatenstich. Was da genau passiert, weiß Thomas Drexler, Geschäftsführer des Ingenieurbüros IKD. Das ist ja ein alter Bahndamm, der hat das Tal im Prinzip überbrückt. Wenn man jetzt sich nähert, denkt man, was bauen die hier eigentlich? Das ist doch schon ein Damm da. Ja, das ist richtig, das ist ein Damm da, aber der ist durchlässig. Also ein Eisenbahndamm hat eine ganz andere Aufgabe als ein Hochwasserschutzdamm. Und hier wissen wir, dass der mit unterschiedlichsten Materialien gebaut worden ist. Und sicherlich wäre es so, wenn es einen kleinen Regen gibt, wird er den auch zu einem gewissen Zeit lang standhalten, der Damm. Aber wir bauen eine Hochwasserschutzanlage, da gelten Haftungsbedingungen bzw. technische Regeln, die einzuhalten sind, in erster Linie Standsicherheitsfragen und Dichtungsfragen. Und deswegen hat man sich entschlossen, den Bahndamm, so wie er ist, nicht als Stauanlage zu betrachten, sondern wir werden ihn ertüchtigen, indem in der Mitte dieser Achse so wie die Fahrstrecke ist, die Spundwand eingestellt wird. Damit wird er zum einen dicht, zum anderen standsicher. Es geht also um den Hochwasserschutz, der dem früheren Bahndamm eine neue Funktion geben soll. Doch warum ist das gerade hier, an dieser doch recht abgelegenen Stelle erforderlich? Dazu erklärt Bauleiter Benjamin Nischik. Wir haben es ja die letzten Jahre, sage ich mal, immer wieder erlebt. Es gab immer wieder ein Hochwasser. Und das bietet sich einfach hier an. Wir haben einen Stauraum hier hinter. Wenn der tüchtig ist, der Raum, der Stauraum, da können wir einfach Wasser einstauen und gedrosselt wieder in den Unterlauf abgeben. Das ist ein zentrales Schlüsselelement für den Hochwasserschutz, hier gerade Richtung Seidau runter. Da gibt es noch viele kleine Elemente, die auch noch gerade geplant sind, auch ziemlich weit fortgeschritten sind. Aber das ist so eines der größten Elemente hier für den Hochwasserschutz, auch gerade Richtung, wenn man da runter guckt, Richtung Pflegeheim, Richtung Seidau. Tatsächlich war der tiefgelegene Bautzner Stadtteil Seidau in den letzten Jahren immer wieder von Überflutungen betroffen. Vor allem die direkt am Jadornbach entlangführende Salzenforster Straße stand bei fast jedem größeren Regenschauer unter Wasser. Dass damit bald Schluss ist, wünscht sich nicht nur der Bautzner Oberbürgermeister Carsten Vogt. Wir werden etwa 50% von dem, was in die Seidau eingelaufen ist, damals, weil wir mit diesem Regenrückhaltebecken wegnehmen können. Und ich habe damals wenige Tage quasi mein neues Amt beglichen, habe dann auch mit den Seidauern gesprochen und man hat sofort gehört, ja, das haben wir schon oft gehört, das ist schon lange versprochen worden, dass etwas getan wird für den Hochwasserschutz und so weiter. Wir haben 2010 alle für uns auch in Erinnerung als große Überschwemmung innerhalb der Stadt. Da sind jetzt 14 Jahre vergangen und mehr freue ich mich, dass wir in der Lage sind, jetzt diesen Schritt zu gehen. Und das ist erstmal die erste große Maßnahme, die jetzt umgesetzt wird für den Hochwasserschutz. Die erste, aber nicht die letzte Maßnahme. Denn aufgrund der komplexen geografischen Situation ist eine Vielzahl von Bauarbeiten erforderlich, um die Seidau effizient vor Hochwasser zu schützen. Die nächsten werden bereits geplant und sollen bald den Stadträten vorgestellt werden, von deren Votum die Umsetzung abhängt. Dazu der Oberbürgermeister. Ich bin da sehr optimistisch, weil es gibt einfach Sensibilität für dieses Thema Hochwasserschutz in der Stadt. Und jeder hat verstanden, dass das sein muss und dass das Geld, was wir dort ausgeben, ganz wichtig ist, um auch die Bevölkerung zu schützen. Und wir können von Glück reden, dass zum Beispiel im September 2022 auch niemand im Sinne des Personenschadens irgendwo in Mitleidenschaft geraten ist, weil wer die Bilder gesehen hat, wer dort Pech hat und irgendwie in diesem Strom mit drin gewesen wäre, da kann man für sich ernsthaft zu Schaden kommen.
Der Hochwasserschutz bleibt also auch für den künftigen Bautzener Stadtrat eine wichtige politische Aufgabe. Am vergangenen Wochenende fanden in Kirschau die Qualifikationsturniere der 2. Kreis-Dartmeisterschaft des Kreissportbundes Bautzen statt. Über 110 Teilnehmer kämpften in 2 Turnieren um die besten Plätze. Hochklassige Spiele boten den Zuschauern spannende Unterhaltung. Die besten 8 Spieler beider Turniere qualifizierten sich für das Finale am 8. Juni in Kunnersdorf. Dieses wird gemeinsam mit dem Triple One Steelers des SV Biela Kunnersdorf ausgerichtet. Dort treten sie gegen 48 Spieler der Sportvereine des Landkreises Bautzen an. Es bleibt spannend, ob der nächste Kreis-Dartmeister ein Vereinsmitglied oder erneut ein Hobbyspieler sein wird. Im Bautzener Stadtmuseum ist ab sofort das sogenannte Jahrhundert-Tourbillon zu sehen. Es handelt sich um eine von der Firma Lange & Söhne aus Glashütte gefertigte Taschenuhr, die anlässlich der Pariser Weltausstellung 1900 hergestellt wurde. Später erwarb sie der Bautzener Industrielle Otto Weigang, aus dessen Nachlass sie 1921 in den Besitz des Museums kam. In den Wirren zu Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Tourbillon gestohlen. 2019 tauchte es im Katalog einer Auktion auf. Mit Hilfe zahlreicher Förderer gelang es dem Museum, das wertvolle Stück 2021 zurückzuerwerben. Bereits am 16. Mai fand im Naturschutzzentrum Neukirch der traditionelle Handwerkertag statt. An diesem Tag hatten die Kinder der Grundschule Neukirch, Steinigt-Wolmsdorf, Putzkau und Wehrsdorf die Möglichkeit, verschiedene traditionelle Gewerke kennenzulernen und auszuüben. Rund 100 Kinder konnten sich an insgesamt 12 Stationen unter Anleitung und Unterstützung von den Mitarbeitern des Naturschutzzentrums, Ehrenamtlern und Umweltpädagogen. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich unter anderem im Nähen, Flechten, Buttern, Backen, Getreidedreschen und der Herstellung eines Holzrechens ausprobieren. Die hergestellten Dinge konnten als kleine Erinnerungen auch mit nach Hause genommen werden. Schon seit über 10 Jahren lädt das Naturschutzzentrum Neukirch einmal im Jahr zum traditionellen Handwerkertag ein. Königswartha hat eine deutsche Meisterin. Clara Paschke vom Königswartha Sportverein 90 holte am vergangenen Wochenende bei den Kegelmeisterschaften der U18 in München sensationell den Titel im Einzel. Ihre Teamkollegin Josefa Hornig komplettiert das Ergebnis mit Platz 6. Ein unfassbares Erlebnis, das es wohl definitiv in die Geschichtsbücher unserer Abteilung schaffen wird, so Trainer Georg Paschke. Bereits einen Tag zuvor hatte das Königswartha U18-Team ebenso sensationell hinter der TSV-Laufbahn den Silberrang im Mannschaftswettbewerb erkegelt. Auch hier waren, neben Charline Stiller, Lea Driemel sowie Janine Lehmann, Clara Paschke und Josefa Hornig maßgeblich beteiligt. Ab August können Autofahrer in Bautzen ein Carsharing-Fahrzeug des Anbieters Teilauto nutzen. Die Station wird am 16. August um 12 Uhr in der Bahnhofstraße eröffnet. Initiator Eckart Riechmann freut sich über den Erfolg nach über 2 Jahren Planung. Besonders wichtige Nutzergruppen seien Behörden und Vereine, die auf das Angebot regelmäßig zurückgreifen werden, heißt es vom Carsharing-Anbieter. Das Neschwitzer Heimatmuseum feiert sein 20-jähriges Bestehen am Sonntag, dem 26. Mai, im Rahmen des 17. Museumstages. Dieser findet auf dem Marktplatz und der Parkstraße statt, wo fast 30 Handwerker und Gewerbetreibende ihre Arbeiten vorstellen. Betrieben wird das Museum vom Verein Kultur- und Heimatfreunde Neschwitz, dem die Gemeinde im Jahr 2004 die Räumlichkeiten eines früheren Sparmarktes zur Verfügung stellte. Laut Museumsleiter Arndt Lehmann kam binnen kurzer Zeit durch Leihgaben und Schenkungen ein ansehnlicher Fundus zusammen, der nun die Dauerausstellung bildet. Ergänzt wird diese durch die in der Regel 2 Sonderausstellungen im Jahr. Die aktuelle Ausstellung beschäftigt sich mit Neschwitz zwischen 1890 und 1990. Bäckerei-Azubis in den Landkreisen Bautzen und Görlitz erhalten ab sofort eine deutlich höhere Ausbildungsvergütung, die bei mindestens 860 Euro im ersten Lehrjahr beginnt, plus monatliche Zuschüsse für Inflation und ÖPNV. Alle Details folgen jetzt dazu. Bäckerei-Azubis in den Landkreisen Bautzen und Görlitz dürfen sich über eine deutlich höhere Ausbildungsvergütung freuen.
Ab sofort erhalten Auszubildende mindestens 860 Euro im ersten Lehrjahr, 190 Euro mehr im zweiten und 200 Euro mehr im dritten Jahr. Zusätzlich gibt es eine monatliche Inflationsausgleichsprämie von 50 Euro und ein Ticketgeld von 29 Euro für den ÖPNV. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten ruft alle Azubis zu einem Azubi-Kontocheck auf, um sicherzustellen, dass sie die neuen Vergütungen erhalten. Die NGG betont die Wichtigkeit dieser Tariferhöhung, um genügend Nachwuchs für die Bäckereien zu sichern. Und das war es auch schon wieder mit unserer Dienstagsausgabe der Regionalzeit aus dem Oberlausitzer Bergland. Jetzt schauen wir noch einmal in die Lausitzer Natur. In Natürlich Lausitz, immer montags in der Drehscheibe Lausitz zu sehen, widmen wir uns heute der Hummel. Morgen an dieser Stelle schauen wir in die Westlausitz und wenn Sie wollen, dann hören wir uns bereits morgen früh wieder zum fröhlichen Wecker ab 6 Uhr im Lausitzwelle Radio. Ich zähle auf Sie. Bis dahin eine schöne Zeit, auf Wiedersehen und Hören bei Ihrer Lausitzwelle. Natürlich Lausitz. Sie gilt als friedlich und ungefährlich, die Hummel. Rund 250 Arten gibt es weltweit, 36 davon sind auch in Deutschland beheimatet. Man erkennt sie an ihrer bienenähnlichen, aber vergleichsweise pummeligen Gestalt, welche beim Flug den unverkennbaren tiefen Brummton verursacht. Hummeln leben wie Bienen in Völkern. Ein Hummelvolk kann dabei aus bis zu 600 Tieren bestehen. Entgegen dem allgemeinen Glauben können auch Hummeln stechen. Allerdings nur die weiblichen Tiere, denn diese haben einen entsprechenden Stachel, welcher aber nur in höchsten Notsituationen zum Einsatz kommt. Hummelstiche sind zudem weitestgehend harmlos. Lediglich für Allergiker können sie eine gewisse Gefahr darstellen. Da Hummelstacheln im Gegensatz zu den Stacheln der Bienen keinen Widerhaken haben, bleiben die Stacheln beim Stich auch nicht in der Haut stecken. Hummeln können bereits ab Temperaturen knapp über Null aktiv sein. Durch Vibration der Brustmuskulatur können sie die Körpertemperatur auch bei kaltem Wetter entsprechend erhöhen. In der Lausitz weit verbreitet sind vor allem die Erdhummel und die Ackerhummel, welche sich im Großen und Ganzen nur durch die Farbgebung unterscheiden. Mehr als die Hälfte der in Deutschland vorkommenden Hummelarten stehen auf der roten Liste und damit unter Naturschutz. Seit etwa Mitte der 1980er Jahre bekommt die Hummel zunehmend auch eine kommerzielle Bedeutung. Beim Obst- und Gemüseanbau in Treibhäusern wird zunehmend auf künstlich gezüchtete Hummelvölker zurückgegriffen, was bis zu 10.000 Euro Arbeitskosten pro Hektar durch künstliche Bestäubung einsparen soll. Eine größere Rolle spielt die Hummel außerdem in der Mythologie und dem Volksglauben. Mit dem Stück Hummelflug setzte der russische Komponist Nikolai Rimski-Korsakow in der Oper Das Märchen vom Zaren Saltan der Hummel im Jahr 1900 ein Denkmal. Mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.